Ich festhalten. Ach, du möchtest festhalten, richtig. Die will nur abbeißen. Entschuldigung, Entschuldigung. Wir fahren gerade aus Gera raus und hier ist jetzt kein Radweg mehr, aber der kommt da hinten wieder, ich habe gerade geguckt. Und da sind die Boys. Wir haben auch wieder einen Bekannten aus dem Norden dabei. Er ist heute extra für uns hingekommen. Mega cool. Der Jona. Krass, hat noch keiner gemacht. Ein altes weises Sprichwort der Longboard-Tour besagt, wirst du schon früh wandern, ist der Tag scheiße. Toll. Wir müssen jetzt schon, wir sind gerade aus der Ortschaft raus, müssen jetzt schon ein Stück gehen. Pass auf, dass euer Longboard nicht hier zur Seite rutscht, dann ist das Ende. Und wir sind wieder on the road. Und wir müssen schon wieder laufen, wir sind im Wald, die Boys gehen schon da vorne. Ich wollte euch noch kurz was zeigen, nämlich diese Schienen hier. Die war mal eine Schienenlinie oder wie man es nennt. Alles zugewuchert, die Natur holt sich alles wieder zurück. Wir spazieren auch durch den Wald und es ist uns immer nur kalt. Weitere Stunden, die wir in diesem Wald verbracht haben, haben unsere Gehirne nun komplett zerstört. Hier sind die Berge des Todes und hier ist der Fluss der Hölle. Die Leute fragen sich jetzt, hä, Simon, hilf uns, wie kommen wir wieder in die Stadt? Ich habe natürlich auch SpongeBob geguckt und bei SpongeBob erfährt man, dass Moos immer in Richtung Zivilisation wächst. Die alten Pioniere haben immer recht. Deswegen, ja, das Moos wächst in diese Richtung. Das heißt, wir müssen nach da. Krosse Krabbe Pizza, ist die Pizza für dich und mich. Da. Krosse Krabbe Pizza, ist die Pizza, nur Knusperi. Ist die Pizza. Ist die Pizza, große Krabbe Pizza für dich und mich. Gib mir die Pizza. Gib mir die Pizza. Nein, Thaddeus, denk an den Kunden. Wenn ihr die Folge kennt, schreibt Krabbenburger in die Kommentare. Wir haben den Wald für einen kleinen Moment verlassen und sind jetzt auf einer riesigen Weide oder wir sind im Auenland. Und es geht gleich wieder in den Wald rein, da vorne sieht man das. Dieser ganze Berg ist voll mit Wald. Ja, bin mal gespannt. Wir laufen nun schon eine ganze Weile durch den Wald und laut Karte wird es nochmal doppelt so lange dauern, bis wir raus sind. Deswegen habe ich jetzt mein Longboard mit Hilfe von Cheng und Jona an meinen Rücken geschnallt. Das ist ganz praktisch, dann muss ich es nicht mehr die ganze Zeit schleppen und ich habe jetzt zwei Lenses zum Vloggen. Das ist gut, dann kann ich mich die Kamera wechseln. Hallo, 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 tschüss. Wir sind nun an der Quelle des ewigen Glücks. Kann man hiervon trinken? Oh mein Gott. Ist lecker? Das schmeckt so klar wie Klowasser. Noch ungefähr eine halbe Stunde, dann sind wir endlich von diesem Trampelpfad weg und dann sind wir in der Stadt Berger. Das ist eigentlich ein mega Umweg, aber das wussten wir vorher nicht. Und da sind Schafe. Wir sind wieder auf der Street. Wir sind so lange durch den Wald gelaufen. Ein altes weises Sprichwort der Longboard-Tour besagt, wirst du schon früh wandern, ist der Tag scheiße. Toll. Oh Mann, Leute. Es ist so heftig bergig hier. Wir müssen die ganze Zeit bergauf, bergunter, bergauf, bergunter. Ist nicht mehr schön. Oh Mann. Alter, es ist so steil hier. Hier muss man fast hochklettern. Ich weiß nicht, ob man es in der Kamera so richtig sieht, aber es ist wirklich richtig steil. Ist anstrengend. Ich festhalten. Möchte festhalten, richtig. Die will nur abbeißen. Entschuldigung, Entschuldigung. Jetzt geht's bergab. Das Problem ist, man weiß nie, wie lange es bergab geht. Ob es hinter der Kurve wieder bergauf geht. Das heißt, man weiß nie, muss ich jetzt bremsen, bevor es zu gefährlich wird. Jetzt kommen noch Autos entgegen. Muss ich jetzt bremsen. Fahre ich jetzt weiter. Es ist
man weiß nie genau, was man am besten machen soll, weil man sich hier nicht auskennt. Wenn ich mich hier auskennen würde, würde ich wahrscheinlich den ganzen Berg einfach runterheizen. Aber ins Unbekannte runterfahren, das ist so gefährlich. Alter. Boah, wenn ich jetzt Haare hätte, die im Wind wehen würden, würden sie im Wind wehen. Wir haben es geschafft, wir sind im Zimmer. Hallo. Ich mache noch eine kurze Mini-Room-Tour und dann geht's ab ins Bett. Ein Bad, das sieht auf jeden Fall schon mal cool aus. Hier ist das Zimmer. Ich habe ein Doppelzimmer, weil es kein Einzelzimmer mehr gab und ich musste ein Doppelzimmer nehmen. Jetzt muss ich ein Doppelzimmer bezahlen. Ist schon cool. Nicht. Ja, das war's. Was ist hier? Hier ist ein kleiner Schreibtisch mit Wasserkocher oder so. Ja, auch cool. Hier ist ein Bett. Aber wisst ihr was? Das juckt mich gerade alles nicht mehr. Ich will nur den Rucksack ausziehen. Oh mein Gott. Und dann nur noch ins Bett fallen und sterben. Alter. Ich hoffe, das Video hat euch gefallen. Wenn ja, würde ich mich riesig über ein Däumchen nach oben freuen. Und ich wünsche euch noch einen wunderschönen guten Morgen oder einen guten Abend, wann ihr das Video auch guckt. Haut rein und ich muss jetzt sterben. Alter, ich bin wirklich richtig am Arsch. Tschüss.